Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der neue britische Vermittlungsvorschlag zur Lösung des Rhodesien-Konflikts stößt vor Ort offenbar auf erheblichen Widerstand. Londons Unterhändler Richard, der auch die Genfer Konferenz leitet, traf am Abend im Rahmen seiner Mission in Südafrika ein. Zuvor hatte Richard in Salisbury noch einmal mit dem rhodesischen Ministerpräsidenten Smith beraten. Dieser lehnt, wie verlautet, die Vorschläge kategorisch ab, die unter anderem eine direkte Beteiligung Großbritanniens an der künftigen Übergangsregierung in Rhodesien vorsehen. Der britische Unterhändler war nach dem Gespräch mit Smith sichtlich verstimmt. Bei seiner Ankunft im Hotel in Salisbury erklärte Richard lediglich: Wir hatten einen etwas heftigen Meinungsaustausch. Ich verstehe aber jetzt den Standpunkt von Herrn Smith besser und er den meinen. I'm sure that at the end of it, Mr. Smith understood my position better, and for my part, I understood his. Thank you. Beobachter, die Richard von der Genfer Konferenz her kannten, erklärten, sie hätten ihn noch nie so verärgert gesehen. Stunden später gab sich aber der britische Diplomat in einem Interview schon wieder optimistischer. Frage: Wie verlautet, hat Ministerpräsident Smith Ihre Vorschläge abgelehnt? Wie stark ist diese Ablehnung? Die Reaktion von Herrn Smith kam nicht unerwartet. Es war klar, dass ich ihn nicht für meine Vorschläge gewinnen konnte. Die Tür für Verhandlungen ist aber noch nicht endgültig zu. In ungefähr 8 Tagen wollen wir uns wieder treffen, wenn ich mit meinen anderen Gesprächspartnern geredet habe. Frage: Glauben Sie, dass Premierminister Smith seine Meinung ändern kann? Es geht nicht um die Frage, die Meinung zu ändern. Ich glaube, es ist eine Frage, die Überzeugung zu ändern. Die Überzeugung, dass meine Vorschläge eine annehmbare Lösung beinhalten und dass die britische Beteiligung an einer Übergangsregierung der einzige Weg zur Lösung des Problems ist, mit allen Zusicherungen, die nötig sind. Gibt es noch Hoffnung? Ja, durchaus. Richard traf am Abend in der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria ein. Morgen wird er in Port Elizabeth, dem Feriensitz des südafrikanischen Ministerpräsidenten Forster, zu Gesprächen über eine Lösung des Rhodesien-Problems erwartet. Die libanesische Presse unterliegt von morgen an einer strengen Zensur. Ebenso wie Zeitungen und Zeitschriften sind auch Rundfunk und Fernsehen sowie das Theater von den neuen Bestimmungen betroffen, die die Regierung in Beirut gestern erließ. Der libanesische Ministerpräsident Hoss erklärte in einem kurzen Interview, dass die Pressezensur vom Staatssicherheitsdienst des Landes bestimmt und überwacht werde. Bei Verletzung der Anordnungen müsse jede Zeitung mit der sofortigen Einstellung rechnen. Bisher von syrischen Truppen besetzte Druckereien könnten in Kürze wieder arbeiten. Hoss sagte weiter, Richtlinien und Dauer der Zensur würden der politischen Entwicklung im Libanon und in der arabischen Welt angepasst. Auf diesen Augenblick haben die Syrer lange Jahre gewartet. Kritik am Damaszener Regime wird an den Beiruter Zeitungskiosken nicht mehr verkauft. Kritik ist verboten. 7 der 13 Beiruter Tagesblätter hielten sich nicht an die neuen Richtlinien. Sie wurden kurzerhand besetzt. Pro-libysche, pro-irakische, aber auch 2 unabhängige Zeitungen. Den Eingang von Andahar kontrollieren Soldaten der syrischen Friedenstruppe. Aufnahmen sind nur heimlich möglich. Andahar war die renommierteste arabische Tageszeitung. Ihr Besitzer hat jetzt freiwillig das Erscheinen seines Blattes eingestellt. Er lehnt es ab, sich syrischer Zensur zu unterwerfen. Durch die Rotationsmaschinen laufen inzwischen nur noch freundliche Hofberichte, gedruckte Langeweile. Der libanesischen Presse, die korrupt, oft bestechlich, nie aber langweilig war, droht das Ende. Beirut dürfte seine Rolle als Marktplatz der arabischen Meinungen vorläufig ausgespielt haben. Die libanesische Presse war die freieste in der arabischen Welt, auch noch während des Bürgerkrieges. Zensur gab es nicht. Jetzt allerdings ist es mit der Pressefreiheit vorbei. Immer mehr herrschen syrische Verhältnisse in Beirut. Und das heißt, es darf nur noch das gedruckt werden, was der Regierung in Damaskus gefällt. Der libanesische Staatschef Sarkis war von der syrischen Nacht-und-Nebel-Aktion nicht einmal informiert worden. Hilfe von seiner Seite wäre ohnehin nicht zu erwarten gewesen. Sarkis hat noch immer ein gespanntes Verhältnis zur Presse. Und das, obwohl sich die meisten Beiruter Blätter redlich bemüht haben, ihn und sein neues Kabinett der Technokraten ins rechte Licht zu rücken. Anerkennend schrieben sie,
Sarkis hat mit der levantinischen Philzokratie Schluss gemacht. Der israelische Außenminister Alon hat heute vor dem Kabinett in Jerusalem den jüngsten Vorschlag des ägyptischen Staatspräsidenten Sadat begrüßt, einen Palästinenserstaat im von Israel besetzten Westjordanien institutionell mit Jordanien zu verbinden. Eine solche Konföderation, so Alon, würde nicht nur die PLO einbinden, sondern könne auch Probleme wie die Neuansiedlung der Palästina-Flüchtlinge besser lösen. Der neuen Führung in Peking ist es offenbar noch immer nicht gelungen, den Widerstand in den Provinzen der Volksrepublik China zu beenden. Nach Korrespondentenberichten halten in mindestens 10 Provinzen die Unruhen an. Besonders schwere Kämpfe zwischen Militär und Anhängern der gestürzten Gruppe um die Mauerwitwe Chiang sollen bereits vor Monaten in Sichuan ausgebrochen sein. In einer Rundfunkmeldung über diese Zwischenfälle tauchte jetzt zum ersten Mal der Begriff Bürgerkrieg auf. In Sichuan habe es viele Tote gegeben. Beobachter weisen allerdings darauf hin, dass sich die amtlichen chinesischen Nachrichten häufig auf weit zurückliegende Ereignisse beziehen und in diesem Fall wahrscheinlich der Propaganda gegen die politische Linie der Mao-Witwe dienen. 6 Länder, die von den Vereinigten Staaten Militärhilfe erhalten, verstoßen nach einem Bericht des Außenministeriums in Washington ständig gegen die Menschenrechte. Diese Länder sind Argentinien, Peru, Haiti, der Iran, die Philippinen und Indonesien, sollen im laufenden Finanzjahr zusammen rund 9 Milliarden Mark Rüstungshilfe erhalten. Das Ministerium in Washington empfiehlt diese Hilfe wegen der strategischen Bedeutung der Empfängerstaaten trotz der Menschenrechtsverletzungen nicht zu kürzen. Zum Schutz ihrer Küstengewässer erwägen die USA einseitige Maßnahmen. Sie sollen die Durchfahrt von Erdöltankschiffen regeln. Der amerikanische Verkehrsminister Coleman erklärte, dies sei notwendig, solange es keinen internationalen Vertrag gegen Meeresverschmutzung gebe. Coleman wies unter anderem auf die Ölpest hin, die der gestrandete Tanker Argo Merchant vor der Insel Nantucket verursacht hat. Seit diesem Unglück vor 3 Wochen treibt ein riesiger Ölteppich auf den Golfstrom zu. Es wird jetzt befürchtet, dass er die Küsten von Island, Großbritannien und den Bermudas erreicht. Diese Boje, die von der amerikanischen Küstenwache in das verseuchte Gebiet geflogen wurde, ermöglicht es, den genauen Standort des Ölteppichs festzustellen. In der Boje ist ein Funkgerät eingebaut, das Signale ausstrahlt, die von einem Satelliten aufgefangen und an die zuständigen Behörden weitergeleitet werden. Die Boje treibt etwa in der Mitte des über 220 Kilometer langen Ölteppichs. Der liberianische Tanker, aus dem das Öl ausgelaufen war, wurde inzwischen von der Küstenwache gesprengt, da er ein Hindernis für die Schifffahrt war. Für die 45 nach einer Schlagwetterexplosion unter Tage eingeschlossenen tschechoslowakischen Bergleute, der Grube Staritz bei Ostrau, besteht offenbar keine Hoffnung mehr. Der Leiter des Rettungsdienstes teilte heute mit, die Bergungsarbeiten seien eingestellt. Die Bergleute waren in 1000 Meter Tiefe von den Flammen eingeschlossen worden. Mit Schießereien und Bombenanschlägen hat in der britischen Provinz Nordirland auch das neue Jahr begonnen. Angehörige der irischen Untergrundarmee IRA erschossen heute nahe der Ortschaft Crossmelgan einen britischen Soldaten und verwundeten 2 weitere schwer. Erstes Opfer der neuen Terrorwelle wurde gestern Abend in Belfast ein 5 Monate alter Säugling. Er starb vor diesem Auto. Gerade als die Mutter mit ihrem Kind in den Wagen steigen wollte, detonierte 200 Meter entfernt in einem anderen PKW eine 50-Kilo-Bombe. Durch die Wucht der Explosion wurde das Baby vom Arm der Mutter gerissen und von Trümmern und Splittern der beiden total zerstörten Wagen sofort getötet. Die Eltern und mehrere Passanten wurden schwer verletzt. Die Entführer des deutschen Honorarkonsuls Thomas Niedermeyer, der im Dezember 1973 in seiner Wohnung in Belfast gekidnappt worden war, sind angeblich der Polizei bekannt. Nach einem Bericht der Londoner Zeitung Sunday Times handelt es sich um 2 IRA-Männer, die aber nicht vor Gericht gestellt werden können, weil alle Zeugen Angst vor Racheakten haben. Der Zeitung zufolge glaubt die Polizei, dass Niedermeyer bereits 3 Tage nach seiner Entführung ermordet wurde. Der DGB-Vorsitzende Vetter hat eine kürzere Arbeitszeit zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit nicht ausgeschlossen. Gegenüber der Welt am Sonntag sagte Vetter, wenig Arbeit auf viele zu verteilen sei das letzte Mittel, wenn das System der Marktwirtschaft nichts anderes hergebe. Die Gewerkschaften gingen da nicht gerne ran, aber, so Vetter wörtlich, wir haben die Keule in der Hand. Auf die Frage, ob eine solche Arbeitszeitverkürzung Lohneinbußen bedeute, erklärte Vetter, bisher sei kürzere Arbeitszeit immer bezahlt worden. Es sei aber ungewiss, ob die Wirtschaft das auch künftig leisten könne. Die Deutsche Bundesbahn will nach den Worten von Minister Gscheidle
die schon in den vergangenen zwei Jahren, auch 1977 und 78, insgesamt 30.000 Stellen einsparen. Im Süddeutschen Rundfunk sagte Gscheidle heute, durch diese Einsparung von Personalkosten pro Jahr rund 1 Milliarde Mark solle die Bundesbahn aus den roten Zahlen herausgeführt werden. Die Freien Demokraten streben nach den Worten ihres neuen Bundesgeschäftsführers Verheugen eine stärkere Beteiligung des einzelnen Bürgers an den politischen Prozessen an. Gegenüber der deutschen Presseagentur begründete Verheugen diese Absicht heute mit einer offensichtlichen Vertrauenskrise zwischen den Bürgern und den politischen Parteien, die es abzubauen gelte. Als Anzeichen der Parteiverdrossenheit nannte Verheugen das immer stärkere Aufkommen von Bürgerinitiativen. Diese Entwicklung lasse erkennen, dass sich die Parteien als Organisation über den Bürgern etabliert hätten, statt die Bürger einzubeziehen. Prominenter Gast bei einem seltenen Jubiläum. Bundespräsident Scheel gratulierte heute in Köln dem WDR-Fernsehdirektor Höfer zum 25. Geburtstag seines internationalen Frühschoppens. 1302 Mal seit dem 6. Januar 1952 waren Gastgeber und Gäste jeden Sonntag zu hören, ein gutes Jahr später dann auch auf dem Bildschirm zu sehen. 25 Jahre Frühschoppen, für Höfer Anlass, bei der heutigen Sendung auf die Mitarbeiter hinzuweisen, die kaum oder gar nicht vor der Kamera erscheinen. 15 Millionen Menschen hören oder sehen den Frühschoppen jeden Sonntag in der Bundesrepublik, in den Nachbarländern und über die Deutsche Welle in ganz Europa. Der Frühschoppen mit seinen meist 6 Journalisten aus 5 Ländern ist neben der Tagesschau die älteste Sendung des deutschen Fernsehens. Lediglich 6-mal fiel Höfer in den vergangenen 25 Jahren als Gastgeber aus. Im Jubiläumsjahr gibt es eine Neuerung für die Zuschauer. Ab Herbst 77 können sie sich nach der Sendung mit Gastgeber und Gästen telefonisch unterhalten. Der Weg zur Arbeit am ersten Werktag im neuen Jahr könnte nach Angaben der Polizei für viele Autofahrer zur Rutschpartie werden. Vor allem in Norddeutschland warnte die Polizei heute vor Glättegefahr. Die nassen Straßen würden durch die Kälte der Nacht glatt und gefährlich. Schnee, Nebel und Glätte machten bereits heute für viele Urlauber die Heimreise zu einem Abstottern von Kilometern auf Raten. Wie hier auf der Autobahn Salzburg-München gab es überall Unfälle. Allerdings blieb es meist...